meine Cuties Beauties. Ich bin zurück für euch. Und ja, es wird Zeit, dass ich mir mal wieder die Haare färbe. Wie ihr seht, habe ich schon einen sehr dunklen Ansatz. Und die hellen Strähnen, die ich mir vor ein paar Monaten gemacht habe, verblassen allmählich und wachsen raus. Für die, die es noch nicht wissen, ich gehe seit 3 Jahren nicht mehr zum Friseur und färbe mir die Haare auch immer selber. Und auch das Schneiden übernehme ich. Ich muss sagen, seit ich die Haare auch selber mache, seit 3 Jahren sind sie sehr lang geworden. Ich bin immer zufrieden mit der Farbe und mit dem Haarschnitt. Aber ja, das heißt nicht, dass ich sie trotzdem nicht mal ein bisschen stufiger haben könnte. In Ordnung, alles was ihr braucht, sind auf jeden Fall diese beiden Farben. Dann danach, wenn die blonde Farbe drin ist, ausgewaschen ist, braucht ihr diese Tönung, damit sie aschig braun werden. Das hier ist die Farbe von Schwarzkopf Blond L1++. Extrem Aufheller. Und das hier ist die Farbe von L'Oréal Paris 7.1 Mittel Aschblond. Ja, ich mag das, wenn die so ein bisschen Karamell sind. Dann braucht ihr einmal eine Alufolienrolle und eine Schere, damit ihr euch die Alufolie in solche Stücke schneiden könnt. Davon braucht ihr ungefähr, ja, je nachdem wie viel Strähnen ihr macht, ich benutze immer so 11, 12 Folien davon. Einen Stielkamm, der ist mal ganz, ganz wichtig zum Aufteilen der Haare. Und ihr braucht, ich nehme immer eine Zahnbürste und wenn ich sie benutzt habe, werfe ich sie weg. Und ganz, 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 ganz wichtig, zieht euch ein altes T-Shirt an oder ein Oberteil, wo ihr keine Angst habt, dass Flecken reinkommen. Ich habe hier so ein ultra mega sexy Oberteil angezogen. Das habe ich schon bestimmt 5 Jahre, aber gut, dass da Flecken bekommen. Und wenn es geht, auch hier ein bisschen unten drunter machen und dann sind wir fertig. Besondere Technik. Natürlich geht das Ganze nur mit einer teuren Friseurschere. Ich habe jetzt nicht eine allzu teure gewählt. Die habe ich vor 3 Jahren gekauft und die hat um die 40 Euro gekostet. So, was ich jetzt machen werde, ich werde einmal hier die Partie angleichen, schneiden, die andere Seite angleichen und schneiden mit einer Technik, den Hinterkopf anheben, nach oben kämmen, schneiden und dann werde ich auch ein bisschen den Pony kürzen und ein paar kleine Stufen rein. Musik.
das war's. Jetzt könnt ihr das Ergebnis bestaunen. Das ist das Ergebnis. Ich komme mal ein bisschen näher, dann könnt ihr die Strähnchen besser sehen. So, dass die Strähnchen, die ich selber eingefärbt habe. Hier auf der anderen Seite natürlich genauso. Und ich finde, sie haben auch so einen leicht aschigen Touch, was ich sehr, 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 sehr gerne mag. Ich mag es nicht, wenn die so orange sind. Und die letzte Farbe, die ich verwendet habe, hat dann nochmal so einen aschigen Touch verliehen. Natürlich wäscht sie sich nach 2, 3, 4 Mal Haarwäschen raus. Deswegen sollte man das schon so alle 2, 3, ja gut, alle 3 bis 4 Wochen wiederholen. Man möchte die Haare ja auch nicht zu überstrapazieren. Und ja, ich hoffe, das Ergebnis gefällt euch. Ich kann ja nochmal hier so ein bisschen in den Längen zeigen. Ich kann auch nochmal aufstehen. So sieht das dann komplett aus. So, so und so. Das ist das Ergebnis. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich muss nicht mehr zum Friseur laufen, 100 Euro dort lassen und am Ende trotzdem unzufrieden zu sein. So mache ich das seit 3 Jahren. Ich habe sie auch selber geschnitten. Ihr seht hier zum Schnitt kann ich nochmal sagen, dass ich meinen Pony nicht allzu lang mag, aber auch nicht allzu kurz. Deswegen habe ich hier so ein paar Stufen reingeschnitten und natürlich auch den Hinterkopf. Deswegen ein bisschen mehr Volumen, ne? Und ja. Was ich verwende, damit meine Haare so lang wachsen und auch gesund bleiben, ist einmal das Shampoo. Ich weiß nicht, ob es einige von euch kennen. Ich hole es mir immer aus dem DM. Das nennt sich Alverde. Ich benutze verschiedene, aber doch sehr häufig Mandel-Arganöl oder das Koffein-Shampoo. Das ist vor allen Dingen ohne Silikone, ist auch wirklich nicht teuer. Und das benutze ich seit fast 3 Jahren. Und ich kann euch sagen, das ist echt ein Unterschied zu normalen Shampoos, die normalen oder sag mal diese Shampoos mit Silikonen, die ich vorher benutzt habe vom Friseursalon für 40 Euro. Die fühlen sich direkt nach dem Waschen super geil an und super soft. Aber nach und nach seht ihr trotzdem, wie eure Haare kaputt gehen. Das liegt einfach daran, dass dieses Silikon, was in dem Shampoo drin ist, sich auf euer einzelnes Haar legt und die Haare darunter einfach nicht mehr atmen können und regelrecht vertrocknen. Die sind nur oberflächlich gut, aber das hier ist ohne Silikone und hat sehr, sehr viele biologische Substanzen und Zusatzstoffe, also biologische Zusatzstoffe und pflegt und regeneriert das Haar wirklich. So, wenn ich das Shampoo verwendet habe, ich wasche meine Haare immer 2 Mal. Also beim ersten Mal müssen sie ja erstmal grundgereinigt werden und erst beim zweiten Waschgang bildet sich sehr, sehr viel Schaum und dann werden sie auch richtig sauber. Danach benutze ich die Feuchtigkeitsspülung, Bio-Granatapfel und Bio-Aloe-Vera. Auch das ist natürlich ohne Silikone. Die hole ich mir immer aus dem Rossmann. Ich habe auch schon die Spülung von Alverde probiert. Die ist auch okay, aber ich finde halt nicht so reichhaltig wie die von Alterra. Auch preislich super in Ordnung. Ich wasche meine Haare nicht jeden Tag, auch nicht alle 2 Tage. Ich wasche meine Haare alle 3 bis 4 Tage, wenn sie am letzten Tag nicht mehr so frisch aussehen wie am Anfang. Aber damit meine Haare nicht kaputt gehen, binde ich mir einen Zopf oder so etwas oder irgendwie, ne? Damit ich sie halt wirklich nicht jeden Tag waschen muss. Ja, nach der Spülung und nach dem Shampoo benutze ich von Alnatura Apfelessig. Davon nehme ich dann um die 250 Milliliter und 750 Milliliter Wasser dazu in einem Messbecher. Wenn meine Haare zu Ende gewaschen sind und komplett ausgespült sind, nehme ich diesen Messbecher, tupfe da einmal so. Ich kipp's mir nicht über den Kopf, weil ich neige dann schon eher schnell zu fettenden Haaren. Dann nehme ich ja diese ganze Partie und tunk die da so rein mehrmals und am Ende kippe ich es noch drüber. Spül's eigentlich gar nicht aus. Also vielleicht mal ganz kurz mit dem Wasser drüber, damit die nicht so extrem nach Essig riechen. Aber ihr werdet sehen, einen Tag später haben eure Haare so krassen Glanz. Aber ihr müsst die Luft trocknen lassen. Deshalb ist es immer ganz gut, die Haare abends zu waschen und dann ins Bett zu gehen, anstatt es morgens vor der Arbeit oder vor der Schule zu machen, wo ihr die dann noch so trocken föhnen müsst. Das strapaziert die Haare auch nochmal extra. So, damit meine Haarspitzen auch, ich sag immer, saftig bleiben, ja, damit meine ich immer, dass sie nicht so strohig sind und keinen Spliss bekommen, benutze ich immer, hier, die haben ganz schön viel Sprung, benutze ich
Mandelöl aus der Apotheke. Das ist Bio-Mandelöl, sieht schon so ein bisschen versifft aus, ist es aber nur wegen dem Öl. Kostet um die 7 Euro, sind aber 100 Milliliter und das hält um die ein halbes Jahr. Ich nehme immer so ein bisschen in die Hände und schmier es mir abends oder morgens nochmal so in die Längen. Und ich glaube, hauptsächlich dadurch ist mein Spliss zurückgegangen in den letzten Jahren und erst dann fingen die Haare richtig an zu wachsen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war sehr, sehr gefragt, was für Haarprodukte ich verwende und wie ich meine Haarroutine mache. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn ihr mich abonniert, kostenlos. Und wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was eure Geheimtipps für super gesunde Haare sind. Auch ich würde mich über eure Tipps freuen. Und bis zum nächsten Mal. Mua.